Unser nächstes Thema, ein Rennpferd. Das findet den Weg zum Ziel auch ohne Navi, bin ich mir ziemlich sicher. Ist ja auch nicht ganz so schwierig, geht ja nur im Kreis rum. Im Moment laufen sie wieder, Pferde aus aller Welt, bei der großen Woche in Iffezheim bei Baden-Baden. Und für manche Menschen ist dieses Leben auf so einer Rennbahn wie eine kleine Welt für sich. Führing, Aufgalopp, Start, Rennen, Zieleinlauf, Siegerehrung, Wetten, Trubel, mondäner Flair. Das ist die Welt von Rennbahnfotograf Volker Westbecher. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet er bereits an der Idee, sein Iffezheim, seine Rennbahn, als Bildband zu veröffentlichen. Jetzt ist sein Buch auf dem Markt. Inken Pallas. Immer auf der Suche. Immer bereit. Immer alles im Fokus. Eben typisch Volker Westbecher. 51 Jahre alt, seit 3 Jahrzehnten als Fotograf unterwegs. Mit Pferden hatte er nie etwas zu tun, bis er im Mai 93 beschloss, anstatt Konfirmanden ausnahmsweise mal Rennpferde zu fotografieren. Seitdem haben er und seine 25 Jahre alte Spiegelreflexkamera keinen einzigen Renntag verpasst. Es ist wunderschön, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie die Muskeln spielen, wie die Jockeys drauf sitzen, die Kraft, die Eleganz und so weiter. Also man ist wirklich ganz, ganz fasziniert. Es ist tatsächlich ein Ganzes, man muss das Ganze miterleben und sehen, einfach, da lacht einfach das Herz. Das ist wunderbar. Und ob nun Pferde oder Menschen. Das Ergebnis seiner fotografischen Sammelleidenschaft ist in seinem Bildband Grüne Insel zu sehen. Aus einem riesigen Archiv von über 500.000 Fotos hat er seinen ganz persönlichen visuellen Spaziergang über die Rennbahn zusammengestellt. Natürlich, es gibt viele VIPs und viele Fotos von noch viel mehr Fotografen. Aber kein anderer ist gleichzeitig offizieller Hoffotograf. Er knipst mit königlichem Auftrag. Mein Name ist Togbi Ungoifia Olatidoe Sefas Kossi Banza, König von Hochwegbin Traditional Ghana. Auch eine weitere königliche Hoheit weiß seine Arbeit zu schätzen. Er ist wirklich hier ein Zeitzeuge, der hier mitfiebert und mit Passion. Also er ist nicht nur, das ist kein Job für ihn, sondern er ist Teil dieses ganzen Renngeschehens, Teil der Rennbahn, Teil der großen Wochen. Und das ist beeindruckend, wenn jemand mit so viel Herzblut über Jahre sich engagiert. Ein Engagement, bei dem er übrigens deutlich mehr Meter als die Vollblüter zurücklegt. Jedes Rennen eine andere Perspektive. Das heißt pro Tag ungefähr 20 Kilometer, pro Meeting 6 Kilo Gewichtsverlust. Viele Schauplätze, viele Motive, eine Vorliebe. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, am liebsten fotografiere ich den Otto-Normalverbraucher, der hier auf die Bahn kommt. Die Leute, die wirklich Ausstrahlung haben, die Charisma haben, die einfach ein Bild hergeben. Und das fotografiere ich wirklich am allerliebsten. Sicherlich auch die Pferde, die Kraft, die Ästhetik und so weiter. Die VIPs natürlich für die Zeitungen und so weiter. Aber wirklich in erster Linie fotografiere ich die Charaktere, die hier auf der Bahn sind. Ich habe hier noch gar nicht gesehen heute. Typisch Volker Westbecher. Immer unterwegs, immer auf der Jagd und immer erfolgreich. Bei der Suche nach dem ganz besonderen Augenblick. Wunderbar.